Hey, liebe Leute, willkommen zur vierten Folge von Resident Evil 2 Remake. Mir ist aufgefallen, wir haben ja noch diesen tragbaren Tresor. Und ich glaube, man muss da aus Zufall gucken, wie das geht. Das wird jetzt bestimmt ein bisschen länger dauern, ne? Okay, mach einfach einen Cut und dann bis gleich. Halleluja. Teil. Ach so, für die Tastatur, okay. Und ich habe gerade gesehen, die Tür da hinten ist auch noch auf. Also können wir uns jetzt den Boardcutter nehmen und da hinten dann was aufmachen. Und hier ist Licht sogar. Irgendwo hier war was mit einem Boardcutter. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Hallo. Komm, steh auf. Ja, finde ich auch. So. So ein Teil dafür habe ich jetzt nicht dabei, nee. So. Den Kleeschlüssel, den habe ich natürlich. Alter. Was ist denn hier alles los? Alter. Hier geht's nochmal rein. War hier nicht was mit dem... Ja, da war's. Mit dem Boltcutter, gut. So. Halleluja, da draußen ist ja richtig was los. Was haben wir hier? Ein Elektronikgerät, krass. Und nochmal sowas. Auch krass. Dafür habe ich noch keinen Schlüssel. Ist glaube ich wieder ein Quick-Dings. So. Hier noch was. Locker Room. Ach, Cap, ja, okay, das hatte ich ja schon. So. Und was wir aber jetzt machen können, ist hier. Ich würde sagen, die zwei einsetzen, ne? Was kriege ich für die zwei? Der Blend, ne, Schießpulver. Und hier die beiden Sachen. Ja, die zwei, glaube ich, einsetzen, ja. Gut. So. Muss ich einmal gucken, wer was war. Also was war? 203 und 208, okay. Ah, scheiße. Da war ja auch noch eine 3. Okay. Kann ich jetzt nur 208 und 102 machen. Okay, egal. Wenigstens schon mal zwei Sachen. Einmal Schießpulver. Hallo? Okay. Kann ich irgendwas benutzen? Nee, dann... Muss ich erstmal was wegtun. Dann ist das halt so, ne? Weiß gar nicht, wo ich jetzt weitermachen muss. Ah ja, ich muss ja das C4 da oben kaputt machen, ne? So war das. So, eben kurz verstauen. Verstauen. Boardcutter habe ich jetzt fertig. So wie es aussieht. So, Elektronikgerät. Ist das der Zünder für das C4 vielleicht? Und oben war ja eine Batterie. Ah, okay, ich verstehe es. Ich verstehe es. Und dann kriegen wir auch alle drei Medaillons, weil da hinten war ja die Statue, oder? So war es ja. Gut, gut, gut. Gut zu wissen, auf jeden Fall. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass wir gut Fortschritt machen. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, wo die andere. Wo das andere Keypad-Dings ist. Ah ja, und hier können wir auch noch. Tach. Ja, ich weiß auch nicht, also einfach irgendwelche Zombies hier rumlaufen. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Erster Einsatz, Anfängers, nee. Schließfachterminal, Ternes Memo. So, L9, R15, L7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach so, ja, wow. Oh, eine Gürteltasche, das ist nice. Yay. Okay, und jetzt geht's, würde ich sagen, ab nach oben. Aber ich will da nicht durch, sondern eher durch die Bibliothek. Weil, ah, Marvin geht's immer noch gut, ist ja schön. Weil durch die Bibliothek ist es einfacher, weil da muss ich nicht an Zombiehorn vorbei. Jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Muss ich nach ganz oben? Ja, ich muss, glaube ich, nach ganz oben.
Ne, ich muss erst zu 1F, weil ich muss ja erst die Batterie holen. Da habe ich ja gesehen, da war noch irgendwo was. Ah ja, Schießpulver. Hier ist noch eine Tür. Aha. Ach ja, hier war ja der Licker. Gut zu wissen, dass wir dann hier sofort dann so reinkommen. So, wo war die Batterie? Ah, hier ist ja irgendwas. Keine Batterie, aber daraus kann ich jetzt erstmal. Komm hier mit denen, kann ich wieder Dingens herstellen. Erste-Hilfe-Spray, immer wieder gerne. So. Und hier war die Batterie. Ja, kombinieren, okay. Zünder, gut. So, haben wir sonst noch hier irgendwas? Natürlich. Ach, hängen die alle ineinander zusammen und deshalb wird alles rot angezeigt. Safe, ne? Ja, okay. Danke dafür. Hier war ein schwieriger Gegner, den haben wir aber relativ gut besiegt sogar, wie ich finde. So. Dann gehen wir mal nach hier oben. Sind ja alle tot hier, ne? Also relativ. So. Dann geht's jetzt weiter. Hier, das weiß ich gar nicht. Vielleicht weiß man das, wenn man die Demo gespielt hat, weil ich habe irgendwie auch gesehen, dass man in der Demo halt auch hier reingehen kann. Vielleicht weiß man es nur, wenn man die Demo gespielt hat. So. Hallo, du fährst nicht auch einmal runter, ne? Haben wir hier auch nochmal als Pistolenmunition kombinieren. Haben wir hier sonst noch was? Sieht nicht so aus. So. Benutzen. Jetzt mal ganz schnell wegrennen. Das ist weit genug. So. Alles klar. So. Oh. Hallo. So. Jetzt ist die Frage, was war das? Achso, Notiz eines Polizisten. Frau, Bogen, Schlange. Okay. Komm, ich bring den hier erstmal um. Sag mal, wo bist du denn jetzt? Gerade hast du dich so angepriesen und jetzt ist er wieder weg, ne? Also, da kriecht er rum. Komm. Drei Headshots müssten ja wohl reichen, ne? Also, Frau. Boah, das habe ich das eine vergessen. Wenn ich sehe, dann weiß ich es sofort schon, ne? Ja, Bogen war das, ja. Frau. Das ist der Bogen. Und. Ist das die Schlange? Ja, okay, gut. So, jetzt haben wir alle Medaillons. Das heißt, wir können jetzt raus, oder? Aber es gibt noch hier Kombinationsschloss. Hier gibt es noch viele Sachen. Wagenheber gibt es ja noch. Kampfmesser. Tresor. Kurbelvertiefung. Es gibt noch sehr vieles. Auch noch eine Herztür und eine Kreuztür. Schließfachterminal. Dunkelkammerbecken. Das hatten wir ja schon, ne? Ja, das Schließfachterminal haben wir auch noch nicht fertig. Aber für ein Dingens sich jetzt nichts mehr. Für ein. Also ich weiß ja nicht. So. Haben wir uns das genommen? Ja. Haben wir auch noch einen Rubin. Ich ver. Oh. Alter. Der ist wieder am Leben. Danke dafür. So, jetzt bist du aber auch mal tot. So, benutzen erstmal. Das kann ich aber erstmal
nur die Pistole benutzen. Ist das ein Loading Gate oder? Ich weiß ja nicht. So. Irgendwo muss ja noch was sein. Da ist noch was, aber das ist dann nur das Kombinationsschloss. Aber ich habe jetzt wirklich nichts gesehen für das Kombinationsschloss. Ist hier auch nichts mehr. Ich habe ja auch alle Dokumente durchgelesen, deswegen. Das war die Tür. Aber ich möchte eigentlich liebend gern alles mitnehmen, bevor ich hier gehe. Hier ist ja alles blau, also kann ich hier auch nichts mehr finden. An der Wand steht auch nichts geschrieben. Ach ja, ich weiß es ja nicht. Kann ich selbst auch nichts mitmachen? Ich kann mal einen Schuss verschwenden? Nee. So. Ich habe ja immer noch diesen Rubin, aber ich weiß auch nicht, wohin mit dem. Fragen über Fragen. So, was haben wir denn hier? Noch die Lightning Hawks? USB-Dongle, weiß ich aber nicht, wohin. Da steht irgendwas mit Kampfmesser. Filmen wir da noch eins, oder wie? Da haben wir noch was mit einem Wagenheber und hier ist noch was mit Aufenthaltsraum. Also ist halt doch noch was am Aufenthaltsraum. Aber hier haben wir alles. Sonst wäre ja nichts, nicht alles hier blau. Ist auch alles blau? Finde ich auch interessant. Ah, jetzt noch eine Blendgranate. Gut zu wissen. Ich weiß wirklich nicht, wie man da rankommt. Ich gucke mir zur Not ein Video an, weil ich möchte wirklich eigentlich alles haben. Das ist so ein Mr. Raccoon. Easy. Übrigens, ich sehe, wenn ich welche sehe, dann hau ich die tot, aber ich sammle die nicht wirklich. So. Da komme ich ja nicht rein. Guck mal hier nochmal hin. Ah ja, hier. Ah, hier ist noch was. Karte der Polizeistation, obere Stockwerke. Uhrturm? Wie ein Uhrturm. Ist aber hier auch alles blau. So, ist das Büro? Da kommen wir ja nicht hin. Wagenheber ist ja noch. Ah, ich gebe das Suchen fürs Erste erstmal auf. Vielleicht kommt mir ja nochmal zu späterer Zeit hier hin, aber zurzeit kenne ich keinen Weg, da alles zu bekommen. So, wir brauchen ja die ganzen Medaillons. Also hole ich die mal schnell. Dann ist, glaube ich, dann das Ende der Folge, wenn ich muss ja mal gucken, wie viele Minuten alles so hat. So. Dann müssen wir noch gucken, wie wir das hier aufbekommen. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein Rätsel. So. Ja, ist ein Rätsel, aber ich würde sagen Löwe, Einhorn, Dingens, ne? Löwe? Aha, okay, ist, glaube ich, doch kein Rätsel. Aber interessant, interessant, interessant. Aha. Ist ein bisschen dunkel da, ne? Da geht es nach unten. Oha. Das ist der. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Naja, ich glaube, der ist jetzt nicht so am Leben. Hey, Marvin! Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen, sofort! Nein, nein, ich rette dich selbst. Kommen Sie, ich hab's. Geh! Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Wenn Sie mir nur.
Alles klar, erstmal bedrohen. Ja, ein Abschied, ne? Schöner Abschied. Alles klar, die Tür schließt sich. Okay, wir kommen da doch nie mehr hin. Okay. Habe ich so wenig Zeit dann da drin verbracht. Ich werde tun, was ich kann, Marvin. So. Ah, ich wollte gerade sagen, toll, jetzt haben wir die Kacke da nicht. Wir haben die Kacke, die wirklich nicht. Toll, wie soll ich den jetzt bekommen? Erstmal speichern, das ist das allererste Mal, dass wir heute gespeichert haben. Da geht's nicht mehr raus. Ah, hier geht's noch weiter. Ach so, ich glaube, wenn wir dann... Ah, so kommen wir vielleicht zurück. Soll ich schon? Oder? Nee, ich glaube, ich beende die Folge einfach dann hier. So, dann wünsche ich einen wunderschönen Tag. Sagt dann Sinn und ciao, Leute.